Diese Fähre hat keinen Motor, keine Paddel und auch sonst keinen Antrieb, fährt aber trotzdem zuverlässig über den Rhein. Wie macht sie das? Ganz einfach. Über den Fluss ist ein Seil gespannt und an dem ist die Fähre festgemacht. Wenn man jetzt das Ruder in die eine Richtung ausschlägt, wird die Fähre von der Strömung einfach über den Fluss gedrückt. Und wenn sie am Ufer angekommen ist, legt sie das Ruder einfach wieder in die andere Richtung um und fährt auf die andere Richtung und ist somit komplett emissionsfrei.